So Leute, heute nochmal neues Video am Start auf meinem anderen TV. Nochmal Worst Places. Und zwar geht es um ein stillgelegtes Bergwerk. Ich war doch schon das etliche Mal an der Stelle. Dies Jahr das erste Mal und mal schauen, wie weit sich der Verfall fortgesetzt hat. So Leute, und viel Spaß mit dem Video. Let's go. Immer nur die Anlage aus anderer Perspektive. Ja, da sind schon etliche Scheiben schon kaputt geschmissen worden. Und ich sehe da unten noch Bäume. Der hängt schon so ein bisschen leicht auf 7:30. Ich denke, dass das ein Waschraum war oder Waschbecken. Und ja, so einiges. Ich denke, dass man den Boiler erkennen kann. Auf der Kamera. So, so machen wir das nur in Schwarz-Weiß. Na gut, ich weiß jetzt nicht, ob man das erkennen kann. Wenn das nur eine Werkstatt oder irgendwas war. Oder war da eine Küche? Ich weiß nicht, aber ich denke eher eine Küche. Weil da sind halt noch die gelbe Fliese. Und da sieht man noch die Schiene, wo die Lore von A nach B gefahren ist. Na, da sieht man auch noch die Schiene. Weiter hinten wurde abgestützt. Auch eine Mauer erstellt. Warum? Keine Ahnung. Und das da war ein Schacht, wo früher nur in Gefahr war ist. Ach, das da hat bestimmt auch was mit dem Schacht zu tun, die Abdeckung. Die sehr runde Deckel und hier ist auch noch ein großer und noch ein kleiner. Ja, die Abdeckung. Da war wo irgendetwas so eine Fliese. Da hat er wo irgendwas gestanden, da haben sie die Außenwände weggemacht. Und da ist eine Anomaschine. Man sieht auch, dass man die schon teilweise zubetoniert hat. Ja, da muss ich leider aus der Hand filmen, weil das nicht anders da möglich ist. Ja, da hat man mal ein Rohr abgetrennt. Das sieht man. So sieht man mal das Ganze aus anderer Sicht. So, eigentlich ist die Anlage doch noch nicht so alt. Also wo man jetzt sitzt. Weil das ist ja noch alles noch neu gemacht worden, bevor du stillgelegt worden ist. Nur sind andere Maschine und noch mal die Lore da entlang gefahren. Und das ist noch einmal Schacht 4, Volksmund genannt der Weiße Riese. Ja gut, man sieht doch schon im Gebäude an, dass er schon ziemlich lange, lange läuft ist. Ja, so, wo alles jetzt so aufgefüllt ist, da waren noch Schiene gelegt, wo die Lore von A nach B gefahren sind. Die Schiene haben sie ungefähr so 2013 oder 2014, ich weiß nicht genau. Jedenfalls in der Zeit wurde die demontiert. Ja, da war eine schmale Brücke, die hat man abgerissen. Da sieht man noch die Schiene, wo die Lore drüber aus Gefahr ist. Ja, da könnte vielleicht eine Werkstatt wohl gewesen sein, weil da sind zwei Innengänge. Das sieht man noch aus.
Da sieht man schon so richtig der Verfall an dem Fenster. Das, wo sich praktisch von außen das Ende gedrückt hat, ich nehme an, dass das nur vom Sturm war. Also das vermute ich mal. Das ist jetzt noch einmal über Gebäude halt nochmal von dem Bergwerk. Das noch geklingelt ist und nebendran hat man praktisch wurde das mit einer Neue verbunden. Ja, da war auch noch eine Rohrverbindung und soweit ich weiß, war das dort zwei Bäcker, die genau viele Funktionen hatte, weiß ich jetzt nicht. So, das Ganze mal ein bisschen ja, beigetont. Ja, da ist auch noch eine Öffnung. Wenn das ist da wieder drin oder raus transportiert war. Halt, stopp, das Tor war, glaube ich, ist weg. Die andere Seerunde, die Dinger. Weil, von der anderen Seite kommt man drauf gucken. Ja, und da hat man leider keinen Zugang mehr. Leider. Ja, und da läuft noch was. Da muss noch was in Betrieb sein. Ja, und das ist die Halte von dem Bergwerk. Ja, das sieht man auch. Schon an der Farbe, dass das eine Bergehalte ist und die ist relativ groß. Ja, und da sieht man das schon ein bisschen deutlicher, dass so die Halte ist. Wie ich schon erwähnt habe, das typische Grau Anthrazit. Ja, und da hat man schon einen Blick in den anderen Ort. Ja, da hat man wirklich ein schönes Panorama. Das ist nochmal der Blick zur Halde. Also sieht man das ganze Gebäude in einem, wo man erkennt, unschwer, halt der Klinkerbau und nebendran der Anbau. Ja, und da haben sie den richtigen Zug geschwänzt. Ja, und da hat man ein bisschen gesichert, dass auch keiner auf der anderen rumläuft. Ja, und das ist noch ein stillgelegtes Förderband. Beziehungsweise sieht man nur noch die Rolle unten drunter und das Band ist längst weg. So, Leute, jetzt aber ein Kaffee. Ja, du musst hin. Geht nichts über guter Kaffee. So Leute, an der Stelle beende ich jetzt das Video. War nochmal ein schöner Rundgang. Also, jetzt bin ich auf der Halde. Also stillgelegte Bergwerk. Und zwar das Bergwerk wurde im Jahre 2000 stillgelegt. Und seit der Zeit hat sich doch so einiges getan. Also vor allem die Halde ist begehbar. Und Bergwerksgelände selbst wurde das eine oder andere abgerissen. Und 2006 war ich doch das erste Mal auf dem Gelände und da habe ich praktisch nur so ein paar Bilder gemacht und ich muss sagen, es war schon sehr, sehr beeindruckend. Auch ich selbst habe nach Dummel an einer Führung teilgenommen und ebenfalls sehr, sehr beeindruckend und der hat das Ganze auch erklärt. Das war wirklich sehr, sehr interessant. So Leute, und wenn euch wirklich das Video gefallen hat, Daumen nach oben und zum Weiteren. Bleibt fit, munter und gesund und haut rein und wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Bye bye!